Es ist bis heute ein großes Rätsel, wie jemand, der aus solchen kleinbürgerlichen, ländlichen Verhältnissen kommt, Weltmusik schreibt. Man darf ja nicht vergessen, St. Florian ist ja, war damals oder ist wie die Klöster überall, die großen Klöster in Österreich, gehörte zu dem absoluten geistigen Zentrum. Also ich vermute, dass er hier ein paar Meter hier links, rechts von mir gestanden ist und jeden Tag die Heilige Messe mitgestaltet hat. Das ist jetzt ganz lustig, weil wir sind hier in St. Florian und verorten ihn ja auch ganz stark und assoziieren Bruckner hier mit diesem Raum, mit dieser Abtei, und auch drei Stockwerke unter uns liegt sein Sarkophag, auch nach seinem Willen. Er wollte unter der Orgel begraben werden, und trotzdem beginnt sein Werden eigentlich, also nach seinem frühesten Werdegang, auch als Teenager, mit dem Weggang von St. Florian. Also er hat sich dann eben entschieden, 1855, also er war gerade 31 Jahre alt, ich breche jetzt auf, ich gehe weg von St. Florian, aber ich schreibe nun Sinfonien. Also diese Zeit 55 bis 67 war, ich möchte fast sagen, die kreativste Zeit überhaupt. Und das ist dann die Zeit, die 12 Jahre, die er in Linz war. Er hat Anfang der 60er Jahre über das Theater in Linz Bekanntschaft gemacht mit dem Tannhäuser von Wagner. Er hat in Wien Berlioz kennengelernt mit Symphonie Fantastique. Er war kurz vorher, 65, in München bei der Uraufführung des Tristan, was ihn in Mark und Bein erschüttert hat. Ja. Und das aber löste bei ihm, glaube ich, auch eine unglaubliche Schaffenskraft aus. Er schreibt 4 große Sinfonien innerhalb von 5 Jahren. Bei all seinen Erstfassungen ist es die kantigste, die urtümlichste, auch die, also eine gewisse Urkraft spricht da heraus. In dieser frühen Periode hat man als Interpret noch ziemlich viel zu übersetzen und sich Gedanken zu machen, zwischen den Zeilen zu lesen, weil auch Dynamik oft nur angedeutet ist, aber nie ausgeführt. Interessanterweise ist es im Stimmensatz der ersten, der hier in Linz liegt, und die wurde ja im Redoutensaal, also hier gleich ums Eck, uraufgeführt, ein winzig kleiner Saal. Da steht schon sehr, sehr viel mehr drin an Ausführungs-, an Spielpraxis, an Technik. Und da ist es aber natürlich leider nicht klar, weil dieser Stimmensatz sehr lang verwendet wurde, von wem das alles ist, was da drin steht. Sicherlich nicht alles von Bruckner, ein gewisser Teil sicher von ihm. Und dann hat er jeder Konzertmeister und jeder Kapellmeister weiter vervollständigt. Das Faszinierende für mich ist, dass man durchaus auch all diese Einflüsse hört, aber alle gleichzeitig. Also er schlägt sich jetzt nicht auf die Seite von irgendwie von einer Mode, einem Stil. Also man hätte ja auch meinen können, er ist jetzt ganz so ein Epigone Wagners. Das ist mitnichten der Fall. Natürlich spielt Wagner eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Tannhäuser zum Beispiel ist auch in der ersten Sinfonie richtig präsent. Zwar nicht wortwörtlich, aber unüberhörbar. Der große Pilgermarsch kommt drin vor in einer abgewandelten Art. Das ist eher so das Klanggebilde, was wirklich mehr oder weniger wörtlich übernommen worden ist. Er hat die Melodie ein bisschen abgeändert. Aber es ist genauso dann in den Mittelsätzen gerade Berlioz zu hören. Und es ist faszinierend, weil so diese rhythmische Finesse,
Also dieses vertikale Element, dass verschiedene Orchestergruppierungen richtig gegeneinander arbeiten, also in unglaublich komplexer, komplizierter Art, was uns auch heute noch für große Probleme stellt, weil es ist rhythmisch sowas von vertrackt. Das ist in dieser Sinfonie unglaublich prominent ausgearbeitet und es ist wirklich eine unglaublich explosive Sinfonie.